Wo haben Sie denn das Kind versteckt? Ich weiß nicht, ob Sie mir richtig zuhören. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Wissen Sie, was ich glaube? Was glauben Sie denn? Ich glaube, dass das nicht Ihre Idee war, sondern die Ihres Freundes. Sie meinen wohl meines Ex-Freundes. Ich habe ihn seit langem weder gesehen noch gehört. Es gibt Zeugen, die eine Frau gesehen haben, die das Kind in das Auto gezogen hat. Und sagen Sie, wie genau soll diese Frau ausgesehen haben? Das ist ja unterschiedliche Aussagen. Ist das nicht sehr vage? Um nicht zu sagen, eigentlich gar nichts. Die Frau wurde nicht präzise erkannt, aber der Mann, der den Wagen gestohlen hat, wurde identifiziert. Das ist Ihr Freund? Ex-Freund. Wir sind nicht mehr zusammen. Und was ihn dazu bewegt hat, das weiß ich nicht. Wir glauben, dass das Kind noch lebt. Ja, das hoffe ich sehr. Aber ich habe damit nichts zu tun. Wenn Sie uns jetzt helfen, dass das Kind lieber nicht zurückkommt, dann wird Ihnen das sehr helfen vor Gericht. Seit wann kommen denn Unschuldige vor Gericht? Wollen Sie mit einem Mörder zusammen sein? Ich bin mit niemandem zusammen. Ach ja? Ja. Und jetzt? Katrin, sag einfach nichts. Die haben nichts gegen uns in der Hand. Bleib einfach cool. Du weißt genau, wo du uns findest. Aber pass auf, du hast dir keinen Erfolg. Er hat gesagt, wo du uns findest. Das heißt, das Kind lebt. Helfen Sie uns. Ich weiß nichts. Hören Sie auf, uns anzulügen. Wir haben das hier abgefangen. Und wenn das Kind jetzt stirbt, dann sind Sie mitschuldig. Ist Ihnen das bewusst? Man soll sterben. Sagen Sie das mal den Eltern des Kindes. Wenn Ihr Freund dem Kind was antut, wollen Sie mit einem Mörder zusammen sein? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Wo ist er? Ich weiß es nicht! Hören Sie. Sie sind so nicht. Das sehe ich in Ihren Augen, Frau Weber. Das ist Ihre letzte Chance, das Richtige zu tun. Wo ist das Kind? Wo? Ich weiß. Willst du das wirklich tun? Ja, ich brauche gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass es das Richtige ist. Das ist meine Entscheidung. Ja, aber es geht hier um mich. Du kannst das nicht alleine entscheiden. Ja, es geht um dich, aber du wirst daran nichts ändern. Sie ist schwanger. Richtig. Richtig, ja. Ja, aber das wird an meinem Gefühl nichts ändern. Weißt du, manchmal wünschte ich, wir hätten uns nie kennengelernt. Sag das nicht. Dass du mir begegnet bist, bedeutet mir alles. Warum? Du hast mich aufgeweckt. Woraus? Aus einem langen, tiefen Schlaf. Und hast du so schlecht geschlafen? War dein Leben so schlecht? Ich glaube nicht, dass du dich beklagen kannst. Für mich ist das Ganze hier etwas Besonderes. Für dich ist es bloß eine Wiederholung. Wie meinst du das? Deine Frau ist wunderbar. Dein Leben ist wunderbar. Du brauchst mich nicht. Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Bei jedem Kuss muss ich an sie denken. Ah, hör auf damit. Ich hab mich entschieden. Aber ich noch nicht. Ja, was gibt's denn da zu entscheiden? Ja, sie ist schwanger. Ja. Und ich werde ein guter Vater sein. Aber ich werde mit dir zusammenleben. Und warum soll es bei mir anders sein? Weil du anders bist. Weil du anders bist.